Ja, ein dickes Hallo hier bei uns. Wir starten heute unsere Serie zu Gast bei. Und ich bin heute zu Gast bei einer Dame, die wird so gerne der Farbtupfer der Dressurszene genannt. Und sie hört mich ja nicht, hätte ich fast gesagt. Sie sucht ihre Turniere auch ganz gerne mal nach einem Kuchenbuffet aus. Aber das können wir sie gleich selber fragen. Zu Gast bei Uta Gref. Hallo Uta. Hallo. Und das Schönste ist, wir starten eigentlich gleich mal mit einer dicken, fetten Lüge. Wir sind nämlich gar nicht hier bei dir. Uta, du wohnst ja sehr, sehr idyllisch. So idyllisch, dass wir das gar nicht direkt bei ihr machen können, weil sie nämlich gar kein Internet hat. Uta, wo sind wir? Wir sind hier in meinem Reitverein, im Reitverein Weisenheim am Sand. Hallo. Wie weit ist das jetzt ungefähr weg von deinem idyllischen Gut? So ungefähr eine halbe Stunde. Aber zu deinem Gut, das ist ja sehr, sehr, sehr speziell und das ist natürlich Farbtupfer. Ich meine, okay, jeder sieht, warum du so genannt wirst, aber lange nicht nur wegen deiner Haare, sondern auch, weil alles bei dir so ein bisschen anders ist. Jetzt haben wir es da draußen ja nicht gerade frühlingshaft warm, minus 20 oder minus 10 und du hast keine Halle. Also, wir haben eine Halle. Also, es wird oft geschrieben, wir haben keine Halle, aber wir haben eine, die ist nur nicht so groß. Die ist 13 mal 18 und hat drei Pfeiler drin, von daher ist die ein bisschen überschaubar. Aber die ist, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mit Bande außenrum, oder doch? Die hat auf der einen Seite wie so ein Zeltdach und auf der anderen Seite ein richtiges Dach. Und man kommt aber prima zurecht. Also, das hört sich jetzt schlimmer an, wie es ist. Wir reiten da mit nicht mehr als drei Leuten in der Regel und alle auf der gleichen Hand und wenn es geht, auch noch in der gleichen Gangart. Nee, und dann sagst du immer an, alle 7 Minuten Handwechsel bitte. Nicht nur ich, manchmal auch einer von der anderen. Aber es ist so, wenn jetzt ein Spanier mit dabei ist, wir sind ja alle da, wir brauchen den gleichen Rhythmus, weil sonst mal kann da jetzt nicht so abwechslungsreich, sagen wir mal, zwei Zirkel geht da jetzt nicht so gut. Wenn jetzt ein Spanier ist, dann reiten wir zum Beispiel ganze Bahn und dem Spanier reitet in der Zeit einen Zirkel, dann passt's wieder. Ja, gut, aber da gehört schon ein bisschen System dahinter. Aber wir haben es schon gut raus, wir haben schon ein bisschen geübt. Uta, aber eigentlich wollte ich ganz anders einsteigen. Du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben. Es ist dein drittes Buch, wenn ich das weiß, zusammen mit Friederike Heidenhof. Übrigens, dieses Buch werden wir heute auch verlosen. Und zwar mit sehr persönlicher Widmung natürlich. Und zwar verlosen wir das unter denen, die jetzt die allerschönsten Fragen hier bei uns gleich bei Facebook Live zu uns reinschicken. Und am Ende der Sendung steht schon fest, wer das Buch mit der Widmung bekommt. Und dieses Buch hat einen sehr schönen, sehr speziellen Anfang. Und deswegen habe ich mir gedacht, genau so steigen wir heute hier nämlich auch mal ein. Guck mal, habe ich meinen Marker drin und du weißt jetzt schon, was kommt. Ne? Ich habe so lachen müssen, als ich das gelesen habe. Ich darf diesen ersten Satz kurz vorlesen. Normalerweise beginnen Bücher vielleicht etwas anders, aber unser Buch beginnt so. Ich sitze auf der Toilette. So, Uta, wieso sitzt du zuerst auf der Toilette? Also wir wollen in dem Buch unter anderem auch viele Geschichten schreiben, die wir erlebt haben in den letzten Jahren. Und wir wollten auch Sachen erzählen, von denen man sonst gar nicht so weiß, wie die sind. Und unter anderem haben wir zum Beispiel erlebt, wie das ist mit den Dopingkontrollen. Die, als wir auf der Longlist waren für London, waren wir in so einem Dopingpool, wo also ständig unangemeldet irgendwelche Frauen kommen und einem abpassen. Also muss es sind aber dann doch Frauen, ja? Geschlechter. Ja, ja, gut. Aber es ist schon, man muss 3 Monate im Voraus angeben, wo man ist. Und dann fährt man irgendwo in den Reitverein zum Unterricht und schwupp, stehen die 2 Frauen da mit ihrem Dopingtöpfchen. Und das war irgendwie für uns auch ein bisschen oder für mich ein bisschen überraschend, dass das so geht. Mal davon abgesehen, dass sie mit auf die Toilette gehen und man noch einen Pulli hochhalten muss. Also man kommt sich da aber vielleicht doch schon so ein bisschen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, wie ein Verbrecher vor. Ja, aber es ist ein bisschen komisch. Ja. Es ist ein bisschen wie, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt und denkt, wahrscheinlich hat man alles, aber ein bisschen komisch ist trotzdem. So ist es da auch. Und hast du dich daran gewöhnt? Wie oft bist du denn da kontrolliert worden? Oft und zu komischen Zeiten. Nachts um 4? Nee. Also morgens ganz früh oder wie gesagt, was mir auch passiert ist, wenn ich jetzt mal in einem Reitverein ein Vierteljahr vorher geschrieben habe, ab 15 Uhr ist da Reitstunde und dann ist eine halbe Stunde ausgefallen, man hat da vergessen Bescheid zu sagen, standen die mal schon um 3 und haben gesagt, ja, also jetzt haben sie es aber fast verpasst. Ja, also das war schon ein bisschen, ja, oder man muss auch in der Zeit immer überlegen, ein normales Aspirin-Komplex zum Beispiel, ja, durfte man da schon nicht nehmen. Also es war ein bisschen komisch. Ja.
Gut, aber so weit gekommen zu sein, das ist eigentlich immer wieder witzig, wenn man mit dir spricht. Man hat manchmal das Gefühl, du wunderst dich da selbst am allermeisten drüber. So. Ja, das stimmt. Ja, wir wundern uns heute noch. Im Nachhinein sozusagen. Ja. Erzähl uns aber einmal ganz kurz. Wir fangen einfach mal vorne an. Du bist mit einer Schülerin, mit einer Mitschülerin, glaube ich, einer Freundin in den Reitstall gegangen, bist einmal aufs Pferd und hast gesagt, das ist mein Hobby. Ja, wie als Kind. Ja. Ja, du warst 12. Auf einer Ponyfarm. Ich denke vielleicht auch mit 10 oder 11 auf einer Ponyfarm und von da an war es dann so. Also das erste Mal draufsitzen ist doch eigentlich total blöd. Das Pferd macht nicht, was du willst. Du kannst Gas bremsen, es funktioniert alles nicht, aber es war egal. Es mussten die. Also ich habe das nicht mehr ganz genau in Erinnerung, aber die Reitlehrerin von damals erzählt mir heute immer, wenn ich sie treffe, dass sie damals gesagt hat, ich hätte ganz viel Talent. Ja, also ganz am Anfang, keine Ahnung, sagt sie immer. Gut, dann bist du sehr eifrig und ja auch erfolgreich schon geritten und hast aber trotzdem immer noch gedacht, beruflich willst du es nicht machen. Mhm, genau. Und da gab es aber einen Herrn in deiner Familie, der hat dich geschubst. Ja, also ich wollte nebenberuflich reiten und mein Vater hatte eigentlich... Aber sag vielleicht kurz warum, das ist ja eigentlich das Lustigste, ja, wenn man dich heute so sieht. Ich wollte deshalb nicht beruflich reiten, weil ich sau gern geritten bin. Und ich viele gekannt habe, die nicht so gern reiten, die als Berufsreiter reiten, die einfach durch irgendwelche Umstände so ein bisschen den Spaß verloren haben oder auch ein bisschen so gesagt haben, oh, jetzt muss ich noch 5 reiten oder so ein bisschen in der Art. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich richtig gern mache. Das wäre ein großer Verlust, wenn das so käme. Mhm. Und dann wollte ich erst Sozialpädagogik studieren, allerdings mit der Idee, auf einer Jugendfarm, wo ich damals schon Unterricht gegeben habe, dann dort vielleicht arbeiten zu können als Sozialpädagoge, okay, und schon mit Pferde. Ja. Aber mein Vater hat immer gesagt, er versteht gar nicht, dass ich das studieren will, obwohl ich so gern reite. Und er hat immer gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, dann wirst du jeden Tag überglücklich sein und einfach, du wirst auch gut werden, weil du es gern machst. Und der hat immer gesagt, er wird auf jeden Fall beruflich reiten. Und dann habe ich noch so einen kleinen Schlenkerer gemacht und habe dann aber doch die Lehre gemacht. Ich habe dann auf den Studienplatz gewartet und in der Zeit aber schon so ein bisschen beruflich geritten. Und da habe ich gemerkt, dass es auch total Spaß macht, wenn man es beruflich macht. Wobei das ja schon nochmal was anderes ist, wenn ich das jetzt so Wartezeitenjahr mache oder wenn ich das wirklich 20 Jahre mache, da muss man ja vielleicht auch mal ein Pferd reiten, was nicht ganz so passt. Was sagst du 20 Jahre später? Also erstaunlicherweise macht mir es heute, glaube ich, noch mehr Spaß als früher. Also hätte ich nie gedacht, aber es ist so. Die Pferde werden halt besser. Zum Glück hatte ich damals noch nicht so gute Pferde. Und mit der Zeit wurden sie besser. Es kann ja auch andersrum sein. Ich glaube wirklich, dass ich heute sogar noch lieber reite als früher. Ja, das ist ja gut. Schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Und dieser ganz große Kracher, da ist natürlich Lenoir. Klar, jeder verbindet dich sofort mit Lenoir. Mhm. Vielleicht erstmal zu vorne weg. Wie geht's dem? Dem geht's gut. Er ist jetzt 18. Und wir waren jetzt gerade am Wochenende in Pferden, haben einen mitgehabt. Der Stefan nimmt den jetzt auf Vorführungen mit und stellt den am langen Zügel vor, auch an der Doppellungs. Und ach, das ist ganz toll. Also der ist eigentlich im Ruhestand. Der Stefan hat so schön am Wochenende gesagt, er geht dann über Sommer nach Zweibrücken zum Absamen, weil er ja auch als Deckhengst gefragt ist. Ja. Und der Stefan hat gesagt, er ist ein rüstiger Rentner, der noch hier und dort mit uns mitfährt. Der Stefan läuft immer mit ihm in den Wald. Beide kommen so zurück am langen Zügel. Und der Stefan hat gesagt, er hat 30 Stunden im Jahr, so wie sich jeder Rentner das wünschen würde. Und er muss sich nicht rechtfertigen, hat er gesagt. Das kann ja nicht werden. Nee, also ich glaube, es ist toll und ich glaube, es ist auch toll, dass man schon länger verabschiedet haben, aber er trotzdem topfit ist und dass man, wir nehmen den gern mit, auch jetzt noch. Mhm. Und es war am Wochenende wieder so schön, weil er hat einfach so einen tollen Charakter und wir haben uns alle wieder so gefreut, dass wir ihn dabei hatten. Guck mal, und ich habe nämlich jetzt meine Frage hier schon ein bisschen früh gestellt. Mona Wilmers hat genau dieselbe gestellt. Die wollen natürlich alle gerne wissen, wie es deinem Lenoir geht. Vielleicht einmal noch mal kurz bei Lenoir geblieben. Du hast ja vorhin schon gesagt, mit ihm auf der Olympia-Longlist. Das ist immer noch so, ich meine, klar, da muss sich wahrscheinlich jeder mal kneifen. Hallo, Olympia. Und dann sagst du immer so schön, aber, also Erfolg ist schön, aber ist nicht ein Muss für mich. Jetzt hat man aber den Erfolg schon so in den Fingern gehabt. Ist so ein super Grand Prix, Pferd, Olympia-Longlist. Will man dann nicht doch unbedingt wieder dahin? Also ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt schon
eine Zeit lang nicht mehr im Bundeskader. Ich war ja noch mit dem Dandelion im Bundeskader. Mhm. Aber bis jetzt ist es so, also ich glaube, es, wenn alles passt, ist es ganz toll. Aber man braucht natürlich das passende Pferd, man braucht alles drumherum, muss passen. Und dann hat man das Glück, dass es so ist, was ich ja jetzt auch schon hatte. Und ich würde natürlich, wenn das morgen wieder so ist, mich genauso freuen. Aber mich wundert selber, also in der Zeit, wo ich jetzt nicht mehr im Bundeskader bin, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie darüber traurig bin und denke, oh, schade. Wir haben letztes Jahr eine Saison gehabt, wo wir eigentlich fast nur ländlich unterwegs waren. War auch schön. Guck mal, jetzt hören wir gerade Lenoir, Dandelion. Klar, du hast tolle Pferde unterm Sattel schon gehabt. Dem Jerome fällt einem dann natürlich auch ein. Und hier kommt eine sehr spannende Frage, finde ich. Von welchem dieser Pferde hast du am meisten gelernt, fragt hier Gundula Hinsch. Das ist eine gute Frage. Also ich habe von zwei Pferden sehr viel gelernt. Das erste Pferd war der Duvalier, den hatte ich nur ein halbes Jahr. Das war aber dein erster? Das war mein erstes Grand Prix Pferd. Von dem habe ich sehr viel gelernt, aber mit Abstand am meisten habe ich vom Lenoir gelernt. Aber man muss sagen, erstens mal ist der Lenoir ein Pferd, was einen extrem tollen Charakter hat. Der ist ganz eifrig und ich habe auch lang nicht so gut geritten, bevor ich den Lenoir hatte. Und durch ihn habe ich gelernt, auch feinfühliger zu reiten, weil der das einfach mochte. Und ich war für den, glaube ich, nicht feinfühlig genug. Auch so am Anfang, im ersten halben Jahr, haben wir auch so einen Moment gebraucht, bis wir uns zusammengefunden haben. Wie alt war er, als wir ihn bekommen? Der war Ende 7, Anfang 8. Und dann habe ich mit der Zeit erst gelernt, wie ich den reiten, wie er will, dass ich ihn reite, sagen wir mal so. Und ich hatte vorher noch nie so ein tolles, eifriges, sensibles Pferd wie ihn. Aber man muss auch sagen, ich hatte das große Glück, dass die Besitzer mir die Zeit auch gegeben haben. Ich glaube, wenn ich nicht die Besitzer hinten dran gehabt hätte, die, wir haben ja gar keine Ziele gehabt. Wir haben einfach losgelegt und wir haben ja nie gesagt, wir wollen jetzt Grand Prix reiten oder keine Ahnung was, noch ein Jahr vor dem Grand Prix haben wir gar nicht damit gerechnet, dass das so kommt. Und das war, glaube ich, für mich ein großes Glück. Dadurch hatte ich einfach auch Zeit, ihn kennenzulernen und auch zu lernen, wie man ihn reiten soll, oder? Ja. Aber das ist eigentlich sehr lustig. Man hört sehr oft, wenn man mit irgendwelchen Kaderreitern spricht oder so, Mensch, das ist auch viel Disziplin und man muss schon auf das Ziel hinarbeiten. Und du sitzt jetzt hier völlig entspannt mit deinem Lachen im Gesicht und erzählst uns, hätten wir gar nicht mit gerechnet, war gar nicht das Ziel. Bei uns war es nicht das Ziel. Es ist einfach passiert? Ja, es ist passiert. Das ist allerdings mir jetzt noch nicht passiert. Wer weiß, was noch. Aber das ist einfach auch durch das Pferd passiert. Also es war, ich glaube noch, als ich das erste Mal mit dem Pier 4 probiert habe, hat es noch nicht so gut geklappt. Und dann habe ich so meine Besitzer, sage ich immer, habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht, mit dem Grand Prix, wahrscheinlich wird es nichts. Aber als S-Pferd sind wir ja auch froh. Und irgendwann haben wir es nochmal probiert und dann ging es ratzfatz. Aber du hast schon auch einen Trainer, der das mit dir erarbeitet hat. Ja, ich habe einen Trainer schon ganz viele Jahre, das ist der Philipp Becker. Mhm. Und mit dem bin ich auch überglücklich. Aber irgendwie war es damals auch, glaube ich, beim Philipp so, dass der immer gesagt hat, der ist toll. Aber auch er hat jetzt nie gesagt, der muss ein Grand Prix fährt, wenn wir haben. Mhm. Wir wollten erst mal gucken, wie sich's entwickelt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie war es so. Dann habe ich in diesem Buch ein bisschen gestöbert. Da steht dann dieser Satz drin, oh, ich bin auch glücklich ohne Grand Prix Pferd. Mhm. Ist das jetzt auch noch so, nachdem man das alles schon so unterm Hintern hatte und möchte man nicht wieder? Und du hast ja ein paar gute Pferde zu Hause stehen, die auch vielleicht auf dem Wege dahin sind, oder? Ja, also ich freue mich schon und möchte es schon gern, aber es ist jetzt, also wenn ich jetzt keins hätte, glaube ich, also wie gesagt, letzte Saison habe ich ja auch mit einem Grand Prix Fett Grand Prix geritten, mit dem Lawrence. Mhm. Und das hat auch super geklappt. Aber die anderen jüngeren Pferde, mit denen ich jetzt erst geritten bin, hat auch Spaß gemacht. Also ich will schon drauf hinarbeiten und ich freue mich auch, wenn ich nochmal vielleicht einen habe, der auch so gut ist für nochmal international nach vorne. Mhm. Aber falls es nicht so käme, glaube ich, bin ich auch glücklich. Jetzt bin ich doch nochmal bei meinem Anfang, wo du international warst. Ich meine, da steht ja vieles drin, da muss man schon öfter mal schmunzeln. Du hast dir früher die Turniere nach dem Kuchenbuffet ausgesucht, heute ist es nicht mehr so, stimmt das? Ja, spielt schon eine Rolle. Also der Besitzer vom Lenoir hat mir immer vorher, wenn ich ein Interview machen musste, hat er mir immer vorher noch mal kurz die Regel gegeben, bitte Uta, fang nicht an, zuerst das Essen zu loben.
Punkt. Also, ja. Aber das war schon immer wichtig, ne? Dass man sich auch ein bisschen wohl... Nein, ich darf kurz das Lieblingswort sagen. Wenn man dich auf ein Turnier trifft, kommt eigentlich, oh, ist schön gemütlich. Genau. Und das ist bis heute auch wichtig. Und ich glaube, das macht... Vielleicht ist es auch deswegen, dass es dir immer noch so irre viel Spaß macht. Kann sein. Und eine Kaffeebar, die kann ja auch sehr anziehend sein, wo wir schon beim Thema gemütlich sind und Deutsche Meisterschaft, Balve. Peinlich. Erzähl uns doch kurz, warum du jetzt schon lachst. Das ist auch eine Geschichte, die wir im Buch geschrieben haben. Wir waren auf der Deutschen Meisterschaft sehr gut. An dem Turnier waren zweimal Achter. Und am ersten Tag waren wir Achter, aber es wurden nur 6 platziert. Und am zweiten Tag waren wir auch nochmal, oder 7. waren wir vielleicht, kann auch sein. Sagen wir mal 7. Auf jeden Fall waren wir ziemlich gut. Und dann dachten wir, am zweiten Tag, es werden ja wieder nur 6 platziert, also können wir ja Kaffee trinken gehen, weil wir das irgendwie einfach angenommen haben und wir sind ein bisschen Landeier und manchmal denken wir trotzdem, wir wüssten, wie es geht und haben dann uns auch nicht nochmal schlau gemacht und saßen beim Kaffeeplatz und wurden dann aufgerufen und es war voll peinlich, weil alle wichtigen Leute waren da zum Gratulieren und hinterher hat uns jeder angesprochen und wir haben einfach das ein bisschen verschlafen. Eigentlich schade, aber war sehr halt liebenswert so. Trotzdem, genau. Ja. Uta, jetzt haben wir schon so ein paar Sachen hier aus diesem Buch zitiert und da kommt diese Frage von Cornelia Zass. Woher kam die Idee, eigene Bücher zu schreiben? Das kam durch die Friederike. Die Friederike hat schon relativ früh, als wir noch nicht so bekannt waren auch, gesagt, ach, das würde sie gern mal Bücher und wir machen ja mittlerweile auch Filme mit Ferdi ja ganz viel. Und die Friederike war so die treibende Kraft und ich habe immer gedacht... Und Friederike ist eigentlich eine Reitschülerin von dir. Genau. Und die Friederike schreibt halt ganz toll. Und ich habe immer gedacht, ach, ein Buch, wer wird denn das lesen, wen wird denn das interessieren? Aber dann waren wir mal auf dem Seminar. Und dann hatten wir, das war so ein internationales Richterseminar in Warendorf und es ist super gelaufen und alles hat super geklappt und wir hatten da den Jerome de Lenoir mit und dann waren Besitzer von einem unserer Pferde auch als, ich sage jetzt mal Zuschauer dort auf dem Richterseminar und der hatte uns dann abends erzählt, dass ihn ein paar Leute angesprochen haben und haben dann, wir haben halt gezeigt, wie wir reiten und wie wir das so üben und so. Und dann haben mehrere Leute ihn angesprochen und haben den gefragt, ob wir das ernst meinen oder ob wir das nur so erzählen auf dem Seminar und ob wir wirklich daheim das auch so machen. Sozusagen mit dem Seminar. Also mehr da halt so ein bisschen mit dem Rauskauen oft und so. Und dann irgendwie bin ich von dem Seminar heimgekommen und habe zu der Friederike gesagt, ich bin jetzt soweit. Also ich glaube, man kann ein Buch schreiben. Und offensichtlich hat es ja A, Spaß gemacht und ist B, gut angekommen, sonst hättet ihr ja jetzt nicht schon das Dritte. Ja. Was war so die Intuition beim Ersten, beim Zweiten, beim Dritten? Also ich glaube, für uns war wirklich das so, dass es uns einfach sau Spaß gemacht hat. Und wir sind halt durch das erste Buch, also im Nachgang haben wir viele Leute kennengelernt, die wir, glaube ich, sonst nicht kennengelernt hätten. Und das war für uns auch total interessant, weil nach dem Buch, also das war nicht unser Plan, aber das kam so, dass wir dann zu verschiedenen Sachen eingeladen wurden und dann kamen die Filme dazu, dann wurde man ein bisschen bekannter und dann sind wir halt mit wirklich Leuten zusammengekommen, die auch voll spannend waren. Das war also auch ein Nebeneffekt von dem Buch. Und dann haben wir unser zweites Buch geschrieben, das uns macht es einfach Spaß, weil wir uns gut verstehen und weil das einfach ganz toll ist. Und was mich da eigentlich am meisten gefreut hat, das geht mir heute noch so, jetzt gerade am Wochenende kam wieder eine Frau und die hat gesagt, sie hat wirklich durch unsere Bücher und Filme ihr Reiten total umgestellt. Okay. Und das finde ich irgendwie, da freut man sich voll, wenn, also man hat das Gefühl jetzt auch bei der Frau gehabt, dass die dankbar war oder froh war. Mhm. Und ich muss sagen, einmal hat eine, da wusste ich allerdings nicht, ob ich das jetzt nur gut finde, aber das war schon auch interessant nach unserem ersten Buch, wo es ja auch viel um die Haltung geht und um die Einstellung drumherum. Ich weiß, im Untertitel war Schlamm abkratzen. Genau. Man musste schon sein. Ja. Und da ist meine Frau zu mir gekommen am Lehrgang und da habe ich, oder die ist geritten und da habe ich gesagt, ah, letztes Jahr waren sie ja noch nicht dabei. Und da hat die Frau gesagt, nee, wissen Sie, ich bin erst seit kurzem hier, weil hier kann ich mein Pferd auf die Koppel stellen. Und ich habe nach 27 Jahren meinen Stall gewechselt, nachdem ich ihr Buch gelesen habe. Und ich so, hups. Der Stallbetreiber würde ich... Ja, das war so ein bisschen, genau, das war so ein bisschen, dass ich dachte, tut mir ein bisschen leid. Andererseits habe ich mich auch gefreut.
Du möchtest, glaube ich, also du strahlst immer sehr viel Spaß aus. Nicht jetzt nur hier beim Schnacken, sondern auch beim Reiten. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, den du unbedingt vermitteln willst. Das ist, kommt ja mhm. eigentlich mhm. in jedem Halbsatz raus. Mhm. Jetzt haben wir hier eine ganz spannende Frage. Ich meine, Spaß mhm. ist das eine, klar. Das andere, fragt hier Angela Apollo, zum geschmeidigen Reiten. Wie machst du das? Das ist immer, es sieht ja eigentlich immer geschmeidig aus. Ganz egal, ob du auf einem Lenoir, Dandelion, Lawrence, wie auch immer. Es ist immer so lässig, harmonisch. Also ich mache ja auch ab und zu Sitzübungen, nicht so oft, wie ich sie machen sollte, aber ich mache so. Klassisch an der Longe mm-hmm. mit Voltigiergurt? Mm-hmm. Mit Sattel. Ja, aber so eine Longe, ja. Ohne Bügel ab? Oder mit Bügel, aber so Übungen halt, ne, wo man mit der Arme irgendwas macht und sowas. Ja. Da spürst also ja die Überzeugung raus, manchmal. Es dauert 5 Minuten und es bringt was. Aber ich mache es jetzt nicht ständig, aber ich mache es schon hier und dort und... also, ich, ja. Okay, also ich höre raus, das Oberwichtigste ist natürlich der Sitz, klar, aber... Selbst wenn man halbwegs sitzen kann, schaffen es nicht alle so geschmeidig oder so harmonisch mit dem Pferd zu sein. Also man muss sagen, ich bin auch nicht immer geschmeidig und es kommt auch immer ein bisschen aufs Pferd an. Man muss sagen, ich habe halt auch sehr schöne Pferde, die einem auch gut sitzen lassen. Also das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja auch nicht auf jedem Pferd gleich leicht. Nee, das sicherlich mhm. nicht. Dein tägliches Training, das ist natürlich was, was immer viele interessiert, ist ja logisch. Du hattest gerade schon gesagt, du hast viele schöne Pferde auch im Stall, aber du reitest ja lange nicht nur. Du gibst auch echt viel Unterricht, mhm. oder? Ja. Ist das so 50-50 ja. oder wie können wir uns das vorstellen? Also, ich sage jetzt mal 50-50, aber ich glaube noch mehr Unterricht. Ach, noch mehr Unterricht. Mhm. Und was macht dir mehr Spaß? Am meisten Spaß macht mir es, morgens zu reiten und mittags Unterricht zu geben. Oh, so wie ich es mache. Nee, das ist so. Sehr gut. Ja. So, und jetzt ist aber noch was ganz Spannendes. Du gibst ja auch den Parareitern sehr viel mhm. Unterricht. Oder einen Schritt weiter, du bist mhm. Landestrainerin seit mhm. vielen, vielen Jahren. Mhm. Und du hast mal einen Satz gesagt, den habe ich nie vergessen, dass du von den Parareitern auch für dich und mhm. auch für deinen Unterricht geben. Auf jeden das war Fall. Nämlich das Interessante. Mhm. Sehr, sehr viel gelernt hast. Mhm. Zum Beispiel. Ein Beispiel ist mir auf dem letzten Lehrgang passiert. Da ist eine geritten, die auch ziemlich gut geritten ist. Und die hat zu mir gesagt, ja, die eine Traversale, die kriege ich nicht hin, weil ich bin ein bisschen schief in der Hüfte. Und da habe ich zu der gesagt, du müsstest mal sehen, wie der ein oder andere schief ist von meinen Parareitern. Nicht, dass ich die vergleichen will, aber ja, ich habe eine bei unseren Parareiter. Vom Sitz her ist es eigentlich unmöglich, eine tolle Traversale zu reiten. Die hat einfach eine Krankheit, wo beide Beine Pfanne sind, mit einer Spastik. Mhm. Also die kann die Schenkel nicht so hinlegen, wie man es gern hätte. Die kann auch nicht so ganz gut innen sitzen. Mhm. Und ihr Pferd geht wunderbare Traversalen, ohne dass jemand anderes das zurechtreitet. Und die ist vor ihrer Krankheit schon Traversalen gut geritten. Also die weiß das Gefühl, wie sie es anfühlen muss. Mhm. Und die kann ihrem Pferd vermitteln, jetzt ist richtig. Und das ist zum Beispiel wirklich für mich, also seit ich so Sachen sehe, das ist nur eins von den Sachen, die ich lerne, ist es wirklich so, dass ich oft denke, also natürlich ist ein guter Sitz total wichtig und je besser man sitzt, umso besser. Aber man kann mit Einschränkungen viel besser reiten, als ich früher gedacht hätte. Wenn man dem Pferd vermitteln kann, jetzt machst du es richtig und jetzt wird es ganz ein bisschen anders. Also wenn man trotzdem klar reitet. Das ist aber jetzt, das klingt ja so einfach. Ich vermittle meinem Pferd, jetzt ist es richtig. Wie mache ich das? Klar, ich kann den zwischendurch anklopfen, aber deswegen weiß der trotzdem noch nicht. Ich meine, das ist sicher eins, das Loben. Also man kann zum Beispiel das Sitz ein bisschen entspannen. Wenn man jetzt was einleitet, das Pferd macht's gut und man nimmt alle Hilfen so ein Tickchen weg, dann weiß das Pferd, ah, jetzt ist total angenehm. Aber selbst wenn der Reiter eine kleine körperliche Einschränkung hat, kann das Pferd, glaube ich, trotzdem wissen, dass es jetzt gerade die Sache besser macht als vor 5 Minuten oder vor 2 Minuten. Und das ist zum Beispiel was, also das ist nur eine Sache, was ich von der Parareiter gelernt habe, aber das ist total interessant. Wir haben eine, die reitet zum Beispiel, die hat auf der einen Seite eine Spastik in der Hand und also Arm und Bein. Und die reitet fliegende Wechsel und löst beide mit dem gleichen Schenkel aus. Das ist total interessant. Und es klappt. Und deswegen denkt man immer, wenn ich jetzt auf die Lehrgänge jemand höre, der sagt, ah ja, das geht ja nicht, weil ich das und das, denke ich immer, doch, es kann trotzdem gehen. Also das ist nur ein Punkt, den ich von der Parareiter gelernt habe. Und ein anderer Punkt,
Das geht mir heute noch so, wenn ich vom Lehrgang heimfahre, obwohl ich die schon so oft gemacht habe, dass ich wirklich denke, ich mache auch noch viel zu viel Aufwand. Wenn man sieht, mit wie wenig Aufwand das teilweise klappt, das ist total verrückt. Ist es denn auch so, das ist ja auch was, was oft diskutiert wird, dass die Para-Pferde vielleicht sogar noch ein bisschen schlauer sind oder sein müssen als die normalen Grand Prix-Pferde? Oder ist das überzogen? Also sagen wir mal so, was glaube ich wichtig ist, ich glaube, jeder Reiter muss sich ein Pferd aussuchen, das zu seinem Handicap passt. Also wenn jetzt ein Reiter zum Beispiel mit einem Arm reitet, also bei uns steht zurzeit ein Pferd, was ich auch im Moment mitreite, ein ganz tolles Pferd, was auch einer Parareiterin gehört. Und sie sagt immer, sie braucht ein Pferd, was keine Anlehnungsprobleme hat, aber sie könnte was anderes ausgleichen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt ein Problem mit den Schenkel hat, dann glaube ich, ist es wichtig, sich ein Pferd rauszusuchen, was zum Beispiel gut vorwärts geht. Da könnte man aber vielleicht mit was zurechtkommen, wo man sagt, naja, der verwirft sich mal oder so, aber da kann ich jetzt wieder gut mit zurechtkommen. Also das ist, glaube ich, was jeder normale Reiter muss sich ja auch ein Pferd raussuchen, was zu ihm passt. Ist im Grunde nichts anderes. Ist bei jedem so und das ist dort noch ein kleines bisschen ausgeprägter. Okay, jetzt kommt natürlich die logische Frage, welche Pferde passen denn zu dir? Also ich selber mag Pferde, die gern vorwärts gehen. Also ich reite nicht so ganz gern Pferde, wo man viel treiben muss oder wo auch vielleicht so ein bisschen, ja, also ich mag gern so ein bisschen eifrigere Pferde. Die passen einfach A, zu meinem Reitstil besser und B, glaube ich, auch zu meiner Natur. Also ich kann zum Beispiel gut, glaube ich, mit Pferde, die man so ein bisschen, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind oder wo man so ein bisschen sagt, ach komm, das packt man schon und so. So kann ich, glaube ich, gut. Aber ich kann nicht so gut mit Pferde, wo man so ein bisschen streng sein muss, weil mir das nicht so liegt. Ja, das kann man sich auch gut vorstellen. Jetzt kommt hier die nächste Frage von Nathalie Mingon. Kannst du einen Grand Prix per Trense reiten? Na, sicher. Also, das wäre jetzt nicht allzu schwer auf dem Pferd, was auf Kandare Grand Prix geht. Ja, das wäre kein Problem. Also bei einem Pferd, mit dem ich Grand Prix reiten würde, mit dem würde ich es auch auf Trense können, klar. Ich meine, im Training zu Hause, wie oft hast du die Kandare drauf, wie oft die Trense oder ist das arg pferdeabhängig? Unterschiedlich, aber ich persönlich reite tendenziell lieber auf Trense. Weil? Weil es nicht so viel gewurscht ist. Es gibt ja viele, die sagen, die reiten zu Hause ganz viel auf Kandare und nehmen dann halt mehr den Trensenzügel, weil es eben von der Einwirkung noch feiner ist. Oder, aber klar ist, also zwei Gewisse noch. Ich glaube, es kommt wirklich aufs Pferd an. Ich habe schon zwei Pferde gehabt, die habe ich tendenziell relativ oft für meine Verhältnisse mit Kandare geritten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist bei denen auch passend. Aber es gibt auch Pferde, die reite ich das Ganze auf Trense und auf einmal muss ich vor dem Turnier die Kandare abstauben und denke, ach, die habe ich ja ganz vergessen, nochmal drauf zu machen. Aber das wäre dann bei den Pferden auch egal, wo ich es vergessen habe. Also es gibt ja auch Pferde, da macht es quasi keinen Unterschied. Und die, wo es keinen Unterschied macht, reite ich persönlich einen Tick lieber auf Trense. Okay, also viel Trense, wir haben jetzt gelernt. Unterschiedlich, kommt aufs Pferd an. Also wenn ich ein Pferd hätte, wo ich es sinnvoller fände, eher öfter Kandare zu nehmen, würde ich, das spricht nichts, also hätte ich nichts dagegen. Eine ziemlich kleine Halle, was aber nichts macht, ansonsten sehr viel Außenplatz, mit Spiegeln dieser Außenplatz, das ist nämlich ganz toll eigentlich. Mhm. Was machen deine Pferde sonst? Und da kommen wir nämlich auch gleich hier zur nächsten Frage von Nicola. Wie verbringen deine Pferde den Winter, in Klammern Matsch? Also wie kriegst du das hin? Wir wissen alle, du bist ein großer Verfechter von Koppel. Aber im Moment ist es ja entweder so hoch Matsch oder jetzt knüppelhart gefroren. Wie geht das? Also wir haben, das ist interessant, dass die Frage jetzt kommt, weil wir haben letztes Jahr eine ganz tolle Lösung gefunden für unseren Winterauslauf, der leider bis dahin immer so matschig war. Und man muss sagen, Matsch hat ja wirklich auch viele Nachteile. Eisen ab und so weiter, das kennt ja jeder. Stiefel stecken bleiben. Und jetzt haben wir letztes Jahr was ganz Tolles gemacht, was sich bis jetzt super bewährt hat. Wir haben den ganzen Winterauslauf haben wir mit einer Drainage gemacht und haben darauf einen Kunstrasen gemacht, der von Hockeyplätzen abgebaut wird. Und bis jetzt, wir haben es jetzt einen Winter gehabt, also es ist jetzt der zweite Winter. Und bis jetzt ist es ganz toll.
Man könnte sich vorstellen, Kunstrasen, dass der rutschig wird? Oder nee, gar nicht, weil die ja auch Spat da drauf machen. Also das ist ja ein Rasen, wo die Menschen auch Spat drauf machen. Also der ist, schon wenn man drüber läuft, jeden Tag freut man sich. Das ist wirklich, bei uns ist, glaube ich, bald der ganze Hof grün. Weil wir haben das jetzt da noch hin und dort noch. Und das ist, bis jetzt finden wir es ganz toll, weil halt der Matsch weg ist. Das ist wasserdurchlässig, ist nicht rutschig, man kann super abäppeln. Also es hat einfach ganz viel Vorteile. Und was auch noch ganz toll war, wir haben so 2-3 Pferde, die sind so ein bisschen, die treten sich öfter mal ein Eisen ab, wo man schon so ein bisschen denkt, ne, so. Und die haben wir jetzt letzten Winter praktisch ohne Eisen gelassen, also schon letzte Winter und jetzt der zweite Winter. Und das geht mit dem Kunstrasen auch super, weil die Hufe sich nicht abschuppeln, wie es ja bei manchen Böden ist. Und dann haben die Hufe sich von denen total gut erholt, die Nagellöcher sind rausgewachsen. Und jetzt vor der Saison kriegen die wieder die Eisen drauf. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz toller Nebeneffekt. Und ihr stellt die den ganzen Winter, so viel ich weiß, raus, ja, oder? Jetzt, ja. Minus 15 ist auch egal. Und dann kriegen die 3 Decken drauf, oder wie? Keine. So was hatte ich mir gedacht, aber ja, okay, das heißt, die haben so einen dicken Pelz. Also es ist so, die Pferde, die mir jetzt in beheizbaren Hallen reiten, die scheren mir ein kleines bisschen am Hals. Aber der Rest, also mir scheren die meisten Pferde gar nicht. Wenn wir ein Pferd haben, den wir aus irgendeinem Grund ganz scheren müssen, was jetzt im Moment nicht vorkommt, aber wenn man zum Beispiel ein internationales Turnier reitet, ist es nicht so gern gesehen mit der halben Schuhe. Sieht ein bisschen ordentlicher aus, wenn die ganz geschoren sind. Und die gehen dann mit Decke raus. Aber die, die mir gar nicht scheren oder nur so ein kleines bisschen am Hals, die lassen mir ohne Decke raus, weil wir die ja in der Herde halten. Und das sind ja in unserer Wallerherde sind, glaube ich, um die 30 Pferde. Und es ist mit Decke, erstens mal reibt das Billy beim Laufen und dann, wenn die da dran rumziehen und so. Also das ist, würde da jetzt auch nicht so passen. Und wir kommen auch sehr gut zurecht so. Das war nämlich das nächste Stichwort, Herde. Das ist ja schon mutig, ne? Wenn man sonst so sieht, stehen die bis hierhin eingepackt auf ihren Paddocks, schön einzeln. Und du erzählst mal so eben 30 zusammen in der Herde. Und das wechselt ja aber auch. Dann hast du mal ein Berittpferd, dann kommt mal ein neuer oder so. Wie geht denn das? Also wir integrieren nicht Pferde, die kurz bleiben, sondern nur die, die länger bleiben. Also ich glaube, man muss schon ein paar Regeln beachten. Also zum Beispiel lassen wir die Eisen hinten unten, wenn die in die Herde integriert werden. Aber ab und an haben wir auch Pferde, die hinten Eisen brauchen. Wenn die lang in der Herde sind, machen wir das auch. Aber die meisten gehen ohne Eisen. Mhm. Und wir haben halt viel Platz und alle haben immer Futter, also immer Zugang zum Futter. Mhm. Das, und wir haben keine gemischte Herde. Also die große Herde sind nur Wallare. Okay. Ja? Und wie meinst du integrieren? Also man kennt es sonst, dann stehen die mal nebenan auf dem Paddock oder wie macht ihr das auch? Also wir haben, die meisten Pferde, die wir haben, sind nachts in der Box und tagsüber auf der Koppel. Aber wir haben auch eine kleine Herde, die ist im Laufstall. Also die kann auch nachts rein und raus. Die haben quasi so einen Liegeplatz, aber nicht feste Boxen. Und die kleine Herde, die ist unsere Vorherde. Also wenn wir jetzt einen integrieren, tun wir die erst in die Kleine, die praktisch zu den Laufstallpferden, dass die schon mal, da sehen wir schon mal, wie die sind. Und die Laufstallherden, Pferde, die sind auch, ja, wie soll ich denn sagen, da, also da passiert auf keinen Fall was. Also die sind halt total schlau und sozial, die sind, die würden sofort merken, ob da einer ein bisschen so oder so ist, und da kann man schon mal ein bisschen sehen, wie die sind, und kann die paar Tage in die Herde, und dann kommen sie in die richtige Herde. Jetzt ist natürlich schon die Frage, Lenoir ist ja nun ein Hengst, der weiß ja auch, wie es geht. Den kannst du ja nicht in der Herde holen. Was hast du mit denen? Die Hengste gehen allein raus. Hast du Hengstkoppeln, höherer Zaun oder? Normaler Zaun, aber die gehen allein, und wir haben die meisten Boxen haben wir so, dass man einfach nur eine Tür aufmacht und die Koppeln da dran sind. Und dann ist es eigentlich ganz praktisch. Dann können jetzt zum Beispiel der Lenoir kann einfach rein und raus. Und der Stefan hat zum Beispiel einen Lusitano-Hengst. Der hat immer die Tür auf. Also der kann das selbst entscheiden, ob er drin oder draus ist. Und so haben wir viele Boxen, wo wir einfach, wo die das selbst entscheiden können. Das ist ganz interessant. Stefan, der Name fällt ja schon häufig. Ihr seid ja inzwischen auch verheiratet. Das hat ja lange gedauert, wenn ich was gesagt habe. Und du hast mal so schön gesagt, also ich habe bei Dams, hast du zum Beispiel deine Ausbildung gemacht, ne? Bist ja viel geritten, aber so in puncto Haltung, da hat Stefan mich im Grunde auf jeden Fall
Er ist Tierarzt und er kam dann an und hat gesagt, hör mal Uta, das machst du mal anders? Also nicht nur in puncto Haltung, also da besonders. Ich habe, bevor ich den Stefan gekannt habe, war ich ja auch in so einem normalen Reitverein mit einer Stunde raus am Tag im Winter gar nicht. Das war einfach früher, glaube ich, auch in der Zeit noch mehr so üblich. Mhm. Also auch völlig ohne irgendwie ein Empfinden, dass man da was falsch macht oder, ne? Also es war einfach früher, habe ich das gar nicht anders gekannt. Und durch den Stefan habe ich das also schon vor langer Zeit anders kennengelernt. Also der hat die Pferde schon so gehalten, als es, glaube ich, noch nicht so üblich war oder noch nicht so viele vielleicht gemacht haben, zumindest in meinem Umfeld. Aus seiner tierärztlichen Erfahrung heraus hat er einfach früher erkannt. Ja, und ich habe aber nicht nur in Sachen Haltung, sondern witzigerweise auch in Sachen Reiten viel vom Stefan gelernt und in Sachen Erziehung, also nicht nur in Sachen Haltung. Und in Sachen Reiten, ich meine, er macht ja nun was ganz anderes, denkt man. Ja, gibt es da doch mehr Parallelen, als wir denken? Ja, zum Beispiel war das ganz lustig, als ich Lehre gemacht habe. In der Lehre habe ich mein Reiten ja nochmal total umgestellt. Ich bin vorher schon bis S geritten, auch erfolgreich. Aber in der Lehre habe ich nochmal mehr gelernt, mit weniger Aufwand zu reiten. Und ein bisschen, ich hatte auch zeitweise das so ein bisschen so gelernt, dass man mal viel treibt und viel Schwingel und viel zur Hand und so. Irgendwie war das, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen verbreitet, das so zu lernen. Und in der Lehre habe ich das umgestellt, habe mit weniger Hilfen geritten. Die sind auch beide bis Grand Prix geritten damals. Mhm. Und ich denke, die Grand Prix-Reiter reiten schon oft, denke ich, mit leichten Hilfen, weil sonst hat man ja auch gar nicht so viel Reserve. Geht auch gar nicht so einfach, oder? Und da habe ich also vorher da habe ich auf jeden Fall viel umgestellt. Und da habe ich oft mit dem Stefan telefoniert. Und da haben wir immer gesagt, unsere Reitweisen nähern sich immer mehr an. Weil das, was der Stefan damals schon mit leichteren Hilfen geritten hat, das habe ich eigentlich in der Lehre erst so ein bisschen realisiert. Kannst du das auch, Working Equitation? Tauscht ihr manchmal? Och, vielleicht nicht so gut. Also auf der Noir darf er nicht, ja? Also der dürfte. Aber er will nicht. Also jetzt haben wir immer einen langen Zügel gehabt, aber nee, klar darf der drauf, könnt er jederzeit. Auf jeden von meinen. Noch eine Frage habe ich von Michelle Flor jetzt. Deine aktuellen Ziele, deine aktuellen Lieblinge, also Nachwuchspferde, was? Also, ich kann nicht richtig sagen, der oder der ist mein Lieblingspferd. A, ist es so, dass man schon mal eine Phase hat, wo man denkt, oh, der wird aber ein Gott. So, ne? Und dann kann es sein, dass man den nächsten reitet und denkt, nee, ich glaube, der wird ein Gott. Also man kann es nicht so, dann hat man mal so eine Phase, wo man denkt, oh, der geht bestimmt Grand Prix. Dann hat man mal eine Phase, wo man beim gleichen Pferd denkt, ach, weiß nicht, vielleicht auch nicht. Also es wechselt ein bisschen, aber ich kann nur sagen, alle Pferde, die ich habe, reite ich sehr gern, sonst hätte ich sie, glaube ich, auch nicht berührt. Also ich reite kein Pferd, was ich nicht gern reite oder wo ich nicht glaube, dass das was werden kann oder so. Also ich glaube, ich würde schon ein Pferd reiten, wo ich jetzt denke, der ist nicht so gut vielleicht wie der andere. Aber also ich habe kein Pferd im Beritt, wo ich nicht denke, den reite ich gern und mit dem will ich trotzdem irgendwie was hinkriegen. Und du hast mal erzählt, es war auch durchaus schon das ein oder andere gute Pferd da und da hast du aber gesagt, nee, passt nicht und hast das dann auch abgelehnt. Ja. Oder auch, mir ist es auch wichtig, dass ich mich mit dem Besitzer gut verstehe. Also wenn ich merken würde, dass ein Besitzer nicht so gut zu mir passt, würde ich, glaube ich, lieber ein bisschen schlechteres Pferd mit einem tollen Besitzer nehmen. Ja gut, das ist ja auch eine echt intensive, enge Nummer, ne? Ja. So ein Besitzer, das kann ich mir schon sehr vorstellen. Und ich muss sagen, wir hatten auch schon öfter bei uns im Stall den Fall, also mir würden jetzt sofort 3 Stück mindestens einfallen, die Friederike eingeschlossen. Die Friederike kam auch mit dem Pferd, was mich nicht wegen der Qualität vom Pferd überzeugt hat, sondern ich mochte einfach die Friederike. Also, und die Friederike ist mir so wertvoll geworden, was ja nie geplant war. Aber von Anfang an haben wir uns gut verstanden und ich habe gedacht, ja, ich nehme dein Pferd. Obwohl ich das Pferd mir jetzt, wenn der jetzt irgendwo da gelaufen wäre, hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, den hätte ich aber gern. Aber die Friederike mochte ich sofort und so geht mir es mit mehrere Besitzer, die mir jetzt total wertvoll sind. Und bei manchen hat sich sogar so entwickelt, dass die erst ein normaleres Pferd hatten und dann sogar ein ganz tolles. Oh, okay.
Die Frage nach Lehrgängen kommt immer wieder. Gibst du demnächst Lehrgänge? Ich gebe viel Lehrgänge, aber im Moment nehmen wir keine mehr an. Also jetzt, ich sage jetzt mal im nächsten Jahr, erstmal würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Das heißt, du hast schon welche, aber die sind voll oder schon ausgemacht. Und mal sehen, also ganz vielleicht kommt für uns eine Reithalle vom Himmel gefallen. Das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es sieht so aus, als müsste man nur so machen und so auffangen. Und wenn das so käme, dann würde ich eventuell auch Lehrgänge bei uns machen. Ey, dann musst du nicht. Jetzt fährst du schon ziemlich viel, ne? Ja. Also für mich wäre es vom Reiten her, habe ich noch nie eine Halle vermisst, noch keinen Tag. Ich bin auch noch nie im Winter in irgendeine Reithalle gefahren. Aber ich muss sagen, für den Unterricht, wenn die jetzt vom Himmel gefallen kommt, so wie es im Moment sich darstellt, fände ich es vielleicht ganz schön. Mit so einem kleinen Sitz noch, mit ein bisschen Sitz. Ja, genau. Ja. So für den Winter wäre gut. Ja. Uta, Ausgleichssport. Ich mach. Warum machst du doch jeden Morgen bestimmt gedanklich? Tja, ich mache leider keinen Ausgleichssport, aber ich mag mich dafür nicht. Also ich wäre froh, ich würde machen, aber ich mache es nicht. Wie viele Pferde reitest du am Tag? Ich reite vormittags, ist ein bisschen unterschiedlich, meistens von 8:30 bis 13:00. Komm, das sind 4,5 Stunden Sport, das reicht. Mhm. Aber Ausgleichssport wäre schon sehr gut, aber ich bin noch nicht so weit. So, aber wir sind schon so weit. Wir wissen nämlich jetzt schon, wer dieses Buch hier gewonnen hat. Mit der persönlichen Widmung von Uta. Und zwar geht das an Vanessa Nenning. Vanessa, viel Spaß damit. Ich kann nur eins sagen, ich habe einen Haufen Spaß damit. So, und bevor wir die Uta jetzt entlassen, habe ich so eine, macht man ja heute so die Speed-Interviews. Ne? Heißt, ich Fragen und du musst ganz schnell antworten. Und ich sag dir ja oder nein oder was? Das hörst du aus. Oh Gott. Ich sag dir gleich was. Ich habe mir 6 Mini-Fragen ausgedacht und du kannst nur bei einer falsch antworten. Okay. Aber das wirst du schon hören. Also ganz schnell, okay? Kandare oder Trense? Kommt aufs Pferd an. Stute oder Hengst? Eher Hengst, aber Stute auch möglich. Kurz, nicht so lang. Mit oder ohne Glitzer? Das, mir egal. Pinscher oder Bulldogge? Beide nicht. Sehe ich auch so. Muffin oder Obstsalat? Im Moment eher Obstsalat. Live-Interview oder Couchabend? Beides recht. Ach, das war die falsche. Live-Interview. Uta, vielen, vielen tausend Dank. Ja. Und dann würde ich sagen, danke wir auch. Freuen uns auf jedes neue Pferd, mit dem du erscheinst und wir achten mal darauf, ob die Halle vom Himmel fällt. Ja. Vielen Dank, Uta, und gute Heimfahrt jetzt. Ja, Wahnsinn. Danke. Dann würde ich auch von dieser Stelle von uns tschüss und an alle noch tschüss. Einen schönen Abend.